Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal die App von Mastodon vorstellen. Mastodon ist ein verteilter Mikroblogging-Dienst, der seit 2016 von Eugen Rochko und der von ihm in Jena gegründeten und in Berlin ansässigen Mastodon GmbH entwickelt wird. Im Gegensatz zu großen vergleichbaren Plattformen wie Twitter ist Mastodon als dezentrales Netzwerk konzipiert. Das heißt, es gibt viele verschiedene Server, auf denen man sich anmelden kann, und es gibt dann über die Webseite aber auch die Möglichkeit, sich quasi das Feediverse von allen Webseiten oder von allen Instanzen anzusehen. Und das Ganze ist ja im Moment sehr aktuell, weil Elon Musk Twitter gekauft hat und Mastodon gilt so als große Twitter-Alternative. Ich befinde mich hier auf der Seite von Mastodon. Es gibt verschiedene Anwendungen, die wir für Google und Apple herunterladen können, für iOS und Android. Und auch für macOS zum Beispiel. Außerdem finden wir auf der offiziellen Webseite die Erklärung zu den verschiedenen Servern, die es gibt. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, unter anderem eben auch in Europa. Ich habe mich einfach mal irgendwo angemeldet. Ich habe mir eine App fürs iPad runtergeladen. Da ich noch keinen Account hatte, wurde ich aufgefordert, mir einen neuen zu registrieren. Daraufhin habe ich mir irgendeinen Server eben ausgesucht und jetzt bin ich im Feediverse bzw. auf einem bestimmten Mastodon-Server, der in meiner Nähe ist, und damit kann ich mich einloggen und auf das gesamte Universum sozusagen zugreifen. Also es gibt hier Erklärungen zum Server. Jeder kann im Prinzip einen Mastodon-Server aufbauen. Dann gibt es hier Erklärungen zu den Anwendungen bzw. Links zu den Anwendungen, die wir uns gleich noch anschauen werden. Es gibt auch noch Drittanbieter-Apps, die Mastodon mit einbinden. Aber das ist jetzt zu viel für dieses Video. Sponsoren, Ressourcen, Hilfe, Blog, Dokumentation, Branding. Und dann können wir hier noch Sprachen einstellen für die Mastodon-Webseite. Das ist so die offizielle Webseite. Und wir gucken jetzt mal in die App rein. Die App ist hier. Die habe ich mir für macOS, wie gesagt, runtergeladen. Die gibt es da im App Store. Wir können uns das gerne mal kurz anschauen. Mastodon. Und dann sehen wir hier schon die offizielle App, die man kostenlos runterladen kann. Und die läuft hier. Und wenn wir noch keinen Account haben, werden wir eben dazu aufgefordert, einen anzulegen. Das geht relativ unkompliziert, wie gesagt, indem wir uns für einen Server entscheiden. Außerdem müssen wir E-Mail-Adresse und Passwort angeben und die E-Mail-Adresse müssen wir anschließend auch noch bestätigen. Dann loggen wir uns damit ein in der App oder auch auf der Webseite. Wohlgemerkt auf der Webseite der Instanz, für die wir uns angemeldet haben. Und das war's. Ich habe mich hier in der App schon angemeldet. Das hier ist meine Home-Seite sozusagen. Wir sehen hier links das Menü, in der Mitte sehen wir den Feed, den es so ähnlich auch bei Twitter gibt, nur dass der nicht ganz so breit ist bei Twitter. Und rechts sehen wir nochmal so eine Art Menü, und zwar sehen wir hier Beiträge aus der lokalen Instanz, Hashtags, die gerade trenden, Nachrichten. Allgemeine Nachrichten, also zum Beispiel von Heise und Future Zone und so weiter. Ich weiß nicht, wer die Nachrichten hier so zusammenstellt. Mastodon vermutlich, beziehungsweise der Serveranbieter. Wie gesagt, keine Ahnung. Ja, und dann wenden wir uns mal dem Menü zu. Hier, wie gesagt, der Feed von allen, denen ich folge. Dann gibt es hier die Möglichkeit zu suchen. Hashtags und Benutzer suchen, das erscheint dann hier ganz rechts. Hier gibt es die Glocke, das heißt, hier werden wir über aktuelle Benachrichtigungen informiert, so ähnlich wie das auch bei Twitter funktioniert. Außerdem gibt es die Erwähnungen. Ich bin kaum eine Stunde angemeldet, schon habe ich hier Follower und Leute, die mich erwähnen. Dann gibt es hier den Kurzlink zum Profil. Ihr seht hier meine Profiladresse. Ich verlinke die auch wahrscheinlich nochmal in der Videobeschreibung. Beiträge und Antworten, Medien und über. Das funktioniert alles
ähnlich wie bei Twitter. Und dann gibt es hier links noch die Einstellungen für die App. Die können wir natürlich in der Helligkeit entsprechend unserem ja, Desktop-Modus anpassen. Bei mir ist das automatisch. Das heißt, wenn es draußen hell ist, ist die App hell. Wenn es draußen dunkel ist, ist die App dunkel, so wie das auch unter macOS der Fall ist. Und dann können wir hier noch verschiedene andere Einstellungen tätigen. Schaut euch das selber an, wenn euch danach ist. Das gilt wohlgemerkt nur für die App. Und in der App haben wir zwar diesen Feed in der Home-Ansicht, aber wenn wir über alle Instanzen hinweg uns das Ganze anschauen wollen, so wie bei Twitter quasi, dann müssen wir auf die offizielle Mastodon-Webseite gehen, beziehungsweise auf die offizielle Webseite der Instanz, in der ihr euch befindet. Das ist in dem Fall die hier, Süden, Social, Syntux und so weiter. Und so sieht die aktuelle Webseite aus. Im Prinzip so ähnlich wie die App, nur dass man hier noch ein bisschen mehr machen kann. Man kann das Profil zuverlässiger bearbeiten und man kann eben auch auf die Föderation zugreifen. Das hier ist das Fidiverse, das sind quasi alle Instanzen, die es gibt, beziehungsweise alle Feeds, die es gibt, alle Beiträge, die es gibt, alle Threads, so heißt das hier, von allen Instanzen zusammengefasst. Also wir können hier zwischen Lokal und Föderation umschalten. Dann gibt es Direktnachrichten, Favoriten, Lesezeichen, Listen, Entdecken, Mitteilungen und die Startseite. Ein sehr interessantes Projekt. Ich habe mir das einfach mal angeschaut heute im Zuge dessen, dass Twitter eben von Elon Musk übernommen wurde. Ich stehe dem Ganzen sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich werde das mal eine Weile testweise so nutzen wie auch Twitter. Das heißt, wer mir folgt, dem folge ich auch zurück. Und hier gibt es halt regelmäßig News zu meinen YouTube-Videos, zu meinen neuen Beiträgen auf meiner Webseite und so weiter, solche Dinge. Ihr dürft mir gerne ebenfalls folgen. Und beim Test der App ist mir aufgefallen, dass die halt bei weitem noch nicht perfekt ist. Ich kann hier nur für die macOS-App sprechen. Ich weiß nicht, wie zuverlässig und wie gut die Android-App funktioniert, aber zum Beispiel hat das Einrichten des Profilbildes und so weiter nicht wirklich geklappt. Geklappt hat es dann erst im Endeffekt unter Zuhilfenahme der Webseite. Damit hat es dann aber gut funktioniert. Was haltet ihr von der App? Was haltet ihr von der Webseite? Was haltet ihr von Mastodon an sich? Ist das eine echte Alternative für euch? Kann Mastodon euer Twitter ersetzen? Zieht ihr um? Schaut ihr es euch zumindest mal an? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Vielen Dank bis hierher fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.